Ich bin in einer Wochenkrippe gewesen. Das größte Gefühl, was ich in so einer Einrichtung hatte, ist das Gefühl, verlassen zu werden. Und das ist eine Todesangst gewesen. Ich glaube, dass es überhaupt nicht möglich ist, elterliche Nähe zu ersetzen. Man ist ja nicht die Mutter, man ist ja die Erzieherin. Das war 1973. Ich habe ihn dann im September in eine Wochenkrippe gegeben. Ich habe mir immer etwas Vorwürfe gemacht, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, mir hat Zuwendung gefehlt, Liebe, Wärme. Bis meine Eltern jetzt gestorben sind, sind mir meine Eltern sowieso fremd geblieben. Wenn die Eltern Fremde sind. Heike Liebsch kommt 1964 als Baby in eine Wochenkrippe in Dresden. Mit gerade mal 6 Wochen. Meine Mutter war damals bei der Polizei und mein Vater war im Schichtbetrieb. Damit war die Begründung schon gegeben, dass sie sich nicht vollumfänglich um mich kümmern kann. Und aus diesem Grund dann überlegt worden ist, dass die Wochenkrippe eine gute Lösung ist. Auch für den Staat. Denn laut DDR-Verfassung galt, jeder hat das Recht, aber auch die Pflicht zur Arbeit, soll seine Arbeitskraft dem Kollektiv zur Verfügung stellen. Auch deshalb sind mehr als 100.000 Kinder in Wochenheimen untergebracht. Eins davon ist Heike. Sie wird von Montagmorgen um 7 bis Freitagabend um 6 von Erzieherinnen betreut, für sie fremde Menschen. Ihre Eltern holen sie nur am Wochenende nach Hause. Man hat den gesamten Tag dort verbracht und die gesamte Nacht. Und das bedeutete, dass wir nachts im Wesentlichen alleine gewesen sind, in einem größeren Schlafsaal, dass abends vorgelesen wird oder dass jemand da ist, der die Monster aus der Nacht vertreibt. Das gab es einfach nicht. Und wie kann sich da ein Kind retten? Die kleine Heike rettet sich, indem sie sich zurückzieht. Sie ist ein stilles Kind, fängt erst mit 2,5 Jahren an zu sprechen. Warum sollte ich denn sprechen? Wofür? Ich denke, dass das für mich gar keine Notwendigkeit gegeben hat, mich irgendjemandem noch verständlich zu machen, weil ich in der vorsprachlichen Zeit kennengelernt habe, dass es zu nichts führt. Weil so ein kleines Kind hat ja keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse kundzutun, außer zu schreien. Und relativ schnell zu merken, schreien bringt gar nichts, höchstens Ärger. Also hört es auf zu schreien und wird brav. In 4 Jahren Wochenkrippe lernt Heike, ihre Bedürfnisse werden nur beachtet, wenn die Erzieherinnen sich nicht gerade um eines der vielen anderen Kinder kümmern. Täglich erlebt sie, wie es sich anfühlt, alleingelassen zu werden. Das prägt. Ich denke schon auch, dass diese Erfahrung von Enttäuschung, dass eben jemand nicht da ist, wenn ich das Bedürfnis danach habe, dass das dazu führt zu sagen, gut, ich kann mich auf niemanden außer auf mich selbst verlassen. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich größer war, wenn meine Eltern abends weggegangen sind, auch als ich schon über 14 war, am Fenster gestanden habe und so lange gewartet habe, bis sie wieder da sind. Diese emotionale, feinfühlige Versorgung oder mit dem Baby im Kontakt zu sein, das passiert dann natürlich in der Art und Weise nicht, wie das natürlich eine Bindungsperson, jetzt sagen wir mal die Mutter oder der Vater, im 1-zu-1-Kontakt machen könnte. Das heißt, die Kinder sind dann nicht so emotional gut versorgt und dies bedeutet wiederum, dass dies Auswirkungen auf ihre emotionale und psychische Entwicklung hat. Doris Schiller studiert Ingenieurswesen. Die Theorie lernt sie in Eisleben, die Praxis in einem Betrieb in Leipzig. Da sie deshalb nicht jeden Abend zu Hause sein kann, muss sich die alleinerziehende Mutter entscheiden. Entweder bricht sie ihr Studium ab oder sie bringt ihren Sohn in eine Wochenkrippe. Die Entscheidung, wenn man die auch noch alleine trägt, die ist sehr, sehr, sehr schwer. Das muss ich sagen. Und ich war, nicht glücklich darüber. Kann ich so sagen. Fällt mir heute noch schwer, und wenn ich darüber denke, aber es war halt, ich habe mich entschieden und musste durch. Als ihr Sohn 4 Monate alt wird, ist es soweit.
ein Abschied in die Wochenkrippe, der sich von nun an ein halbes Jahr lang jeden Montag wiederholen wird. Da hat sich an mich geklammert immer früh, Montag früh, jeden Morgen um meinen Hals und es war schlimm. Und dann wurde einem das Kind abgenommen. Und er streckte dann seine Ärmchen nach mir aus, aber ich konnte ihn ja nicht behalten. Wir haben beide geweint, er geweint, weil er eine fremde Tante ihn plötzlich in den Arm nahm. Ich geweint, ich musste ihn loslassen. Durch die Wochenkrippe kann Doris Schiller ihr Studium erfolgreich abschließen. Aber in Gedanken ist sie stets bei ihrem Sohn. Es war ja immer eine Sehnsucht, man dachte immer dran, wie geht's ihm, was macht er dort, wie wird er dort behandelt und so. Und er war manchmal sehr wund. Und dann habe ich ihn immer erst das Wochenende wieder hinkriegen müssen, dass die Haut wieder gut war. Und das war dann schon, macht man sich immer seine Gedanken. Man macht sich eigentlich immer seine Gedanken, wenn das Kind in fremden Händen ist. Weil ich mich da gefragt habe, haben sie ihn ordentlich betreut? Die Zeit in der Wochenkrippe hinterlässt Spuren bei Mutter und Sohn. Er hat dann erst mal mich angeguckt wie eine Fremde. Das tat mir wieder sehr weh. Und na gut, zu Hause hat man sich ja dann Tag und Nacht und Stunde für um ihn gekümmert. Und dann kam das wieder, dass ich seine Mama bin. Aber das brauchte auch wieder seine Zeit. Und so war es immer ein Abschied nehmen, Abschied. Das war für beide sehr schwer. Mutter und Sohn überstehen das nur, weil Doris Schiller versucht, ihn so oft wie möglich bei sich zu haben. Sie arbeitet abends länger, um ihn schon donnerstags aus der Wochenkrippe abzuholen. Auch in den Semesterferien ist er die ganze Zeit bei ihr. Ulrike Weichelt arbeitet in den 80er Jahren als Erzieherin in einem Wochenkindergarten in Potsdam. 12 Kinder betreut sie täglich in wechselnden Schichten. Das konnte man nicht schaffen, dieses individuelle Eingehen, jedem noch mal über den Kopf streicheln oder noch eine persönliche Geschichte erzählen oder ein Lied singen. Dann hat man auch schnell mitbekommen, dass die anderen Kinder dann eifersüchtig wurden und dann mehr aufmerksam forderten. Und also das ist mir immer am meisten schwer gefallen. Und Kinder, die dann halt ruhig waren und vielleicht traurig waren, hat man dann nicht mehr so richtig geschafft. Der Tagesablauf folgt einem strikten Erziehungsplan. Alle Kinder müssen zur selben Zeit dieselben Dinge tun. Das stand natürlich wirklich in diesem Bildungs- und Erziehungsplan. Wir mussten diese Pläne immer noch abgeben, richtig, bei der Leiterin. Da wurde auch streckenweise kontrolliert, ob das stimmt, was wir da machen, was wir da reingeschrieben haben. Es stand, mit 4 Jahren lernt man Bäume malen. Und der Baum hat einen Stamm, der ist braun. Und die Äste sind auch noch ein bisschen braun. Und dann gibt es grüne Blätter und das war dann der Baum. Ich glaube, jedes Kind kann sich selber seinen Baum ausdenken. In der DDR gab es ein klar definiertes Menschenbild, wie ein Kind sich bis zu einem bestimmten Alter entwickelt haben muss. Alle totalitären Regime werden genau darauf achten, dass es nicht individuelle Erziehung gibt, sondern dass es kollektive, vorgegebene Rhythmen gibt, weil klassischerweise dann Kinder sich entsprechend anpassen und dann auch in ihren sonstigen Bedürfnissen formen lassen. Und was natürlich für staatliche Organisationen, wenn sie sehr angepasste, brave Bürger brauchen, von großem Vorteil ist. Leise, Peterle, leise, das war so ein Gute-Nacht-Lied, was uns vorgesungen wurde. Ich erinnere mich auch an einen Garten und an Bäume und an Mondschein, an so einen Schlafsaal. Leise, Peterle, leise. Wahrscheinlich ist, wenn man im Wochenheim ist und im Bett ist, wahrscheinlich ist das wirklich die Zeit, in der man die Eltern, also das Zuhause, am meisten vermisst. Und deshalb war das so eindringlich
mit dem Schlaflied. Es war bestimmt ein trauriges Gefühl. Renate Wohlstein ist 3 Jahre, als sie 1955 in den Wochenkindergarten Villa Schöningen in Potsdam kommt. Ihre Eltern studieren, haben während der Woche keine Zeit, sich um ihre Tochter zu kümmern. Das muss die Leiterin von der Villa Schöningen sein. Wenn ich mich sehe, denke ich, das Kind ist viel zu klein fürs Mädchen da, Renate. Was mir gefehlt hat, war ganz platt gesagt die Liebe. Ich habe das nicht kennengelernt und kann also von heute aus sagen, dass mir das mit Sicherheit gefehlt hat. Damals habe ich es ja nicht gekannt. Renate sehnt sich nach Nähe. Jeden Tag. Selbst alltägliche Dinge wie das Zubinden der Schuhe werden für sie zum Ersatz. Ich erinnere mich, dass ich da auf dem Nachtschrank sitze. Also es war regelrecht körperlich angenehm, dass mir die Schuhe, also diese Zuwendung im Prinzip, dass mir die Schuhe zugebunden wurden. Das war ja noch nicht mal ein Streicheln oder ein Anfassen, es war ja nur Schuhe zu binden. Aber ich weiß, dass ich das als extrem angenehme Erinnerung habe. Und ich habe auch, glaube ich, das Gefühl gehabt, ich bin die Einzige, der die Schuhe zugebunden werden und da einmalig und werde da beachtet. Sich einmalig zu fühlen, anstatt eine unter vielen zu sein. Für Renate wäre das so wichtig gewesen. Ich weiß noch, dass wir alle immer zugleich alles machen mussten. Also zusammen auf den Topf zu einer bestimmten Zeit. Jetzt müssen alle auf den Topf und alle zugleich Zähne putzen. Und das war irgendwie was, was mich sehr gestört hat. Wenn alle gleich sind, wird der Einzelne nicht gesehen. Heike Liebsch passt sich an, versucht gar nicht erst aufzufallen. Bis heute. Ich denke, dass dieses Wegsperren von solchen Gefühlen für mich lebenserhaltend ist. Angst vor Enttäuschung, Angst vor Gefährdungen aller Art, Angst vor Nähe. Das sind solche Hauptängste. Und das bedeutet ja auch, wenn man enttäuscht wird, meine Wut zu zeigen. Und wenn ich Wut zeige, dann bedeutet das im Klartext, dass ich befürchten muss, dass der andere deshalb, weil ich die Wut zeige, den Kontakt zu mir abbricht. Also zeige ich die Wut nicht. Wenn Kinder unter diesen kollektiven Zwangssystemen aufwachsen müssen, unter emotionaler Vernachlässigung, dann ist das natürlich eine Form von emotionaler Gewalt. Und das hat lebenslange Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Das kann man dann auch im Erwachsenenalter noch sehen. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwann gelingt, über diese Schwelle zu gehen, zu sagen, ich lasse mich auf eine Beziehung, auf eine sehr enge Beziehung mit einem Menschen ein. Das weiß ich nicht. Also Einsamkeit ist ein Preis, den ich auch dafür bezahle.